Dann gucken wir doch mal, ob wir das Monster mit dem Stab finden. Beziehungsweise, ob ich überhaupt stark genug bin, um hier anzutreten. Watch out! Ich glaube, das ist ein guter Ort zum Trainieren, aber... Nein, nein, nein! Okay, ich habe gedacht, das wäre ein guter Ort zum Trainieren, aber ich habe mich, glaube ich, getäuscht. Da bin ich noch zu schwach für. Ihr kleiner Bruder muss ein verdammtes Monster sein, wenn er hier hinkommt und überlebt. Mal sehen, kann ich kämpfen, lang genug aus dem Weg gehen, um... Nein, ich muss das Gebiet abgrasen können, sonst hat das keinen Sinn. War ein netter Versuch, hier nochmal hinzufahren. Aber hat sich im Endeffekt dann doch nicht gelohnt. Also der hat gesagt, ich soll die linke Treppe nehmen, um zu den Videos zu kommen, aber ich nehme erstmal die rechte. Fahren wir mal in den Zentralbezirk. Oh, ich kann nicht eintreten. Im Zentralbezirk gibt es offensichtlich genau ein Wohnhaus. Auch mal schön. Ist das eine Vivan? Oh, die sind ja wunderschön. Oh. Ich will eine haben. Who's a good wyvern? Who's a good wyvern? You there. What do you think you're doing? Those wyverns belong to our clan. Maybe. We've come to take them. I'm pondering how to break the cages. Oh, Mila, nein! Was tust du denn da? Whoa! Mila! May we please borrow your wyverns? You can't be serious. Ignore these outsiders! We're running out of time to find a champion! What? It's submitted to her without the use of beastcraft. Tja, was so ein Herr der Geister ist, der braucht halt dein blödes Art nicht. These people might be our answer. Wait, hold on! You can't possibly be thinking of recruiting these fools! Hör auf, mit Tipos Stimme zu sprechen! I'm Jürgen of the Katarl clan. You outsiders have arrived in Shandu at a crucial time for us. I'm sure you've noticed the crowds in the city. Yep.
Once every decade, Shandu's clans hold a martial arts tournament. That tournament is tomorrow. Wir haben zwei Martial Artists dabei. Our chief is the clan's only fighter, but unfortunately, he is leagues away in the king's service. We're on the verge of having to forfeit the tournament. This is a desperate time for our proud and ancient clan. Naja, aber es ist so, wir haben ein bisschen geschummelt, einen Außenseiter zu fragen, oder? And yet, I sense a special power within you. Would you be willing to represent the Kataro clan as our champions? Heck yeah! Where do I sign up? Leia, he's asking all of us. Ah. If we enter the tournament on your behalf, will you let us borrow these wyverns? That's the bargain. But you must do more than just enter. You must win. I'll need to see a demonstration of your abilities beforehand as well. We can do it, right, Mila? Klar. Wenn wir nicht gerade auf die Stromteilwiese müssen. Yes, we need those wyverns. Awesome! I always wanted to be in a real martial arts tournament. I'm stoked! You're sure it's okay for outsiders like us to participate in the clan's tournament? Genau das frage ich mich auch gerade. That's not a problem. Some clans have been known to recruit skilled warriors from the outside to boost their prestige. Huh. I figured you folks were bigger sticklers for tradition. Hi, Verräter. I'm gone 5 minutes and you get us neck deep in contact sports? I can't take you people anywhere. Wo er recht hat. Where have you been, little buddy? We were nearly squished! Naja, das ist ja nochmal gut ausgegangen, Tipo. Sorry about that, Spud. I had a feeling you were all in trouble, though, so I came running. No harm, no foul, right? He a friend of yours? That's right. We're a package deal. Good. Then you can show me your combat skills. Come to the aerial arena. Got it. Also, auf geht's! First it's falling rocks, now it's howling wyverns! I hate Shandu! Ich bin Shandu, klasse, Tipo. Ja? I can't believe they seriously keep monsters as pets. Azul sure is weird. Azul ist gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, ich würde lieber in Azul wohnen, als in Rashugal. I'd rather have a cute pet, like a dog or something. Oh, so you're a dog person. I am too. Ich bin eher ein Katzenmensch. Same here. They're way funner to be around. Oh, come on. Cat beats dog any day. You dog types are just emotionally needy. Nowadays, it's cat owners who are the needy ones. Ugh, you put on fake cat ears and cat tails, saying meow after every other word. Absolutely ridiculous. Das sind nicht Katzenbesitzer, das sind Freaks. What are you... who does that? True cat lovers admire cats for their independence. What about you, Elise? I bet you're a cat person. I always wanted to have a pink or pig. Okay. But I thought you were a Tipo person. What's your favorite kind of animal, Mila? Me? You should know my favorite animal by now. Den Mensch! Ich sage es jetzt, ihr Lieblingstier ist der Mensch. It's you humans. Ich wusste es. So, und jetzt geht's auf zum Kolosseum, zeigen, dass wir die Besten sind. Aber vorher gucke ich mich hier nochmal um. Die königlichen Jagdgründe sind ein heiliger Ort, an dem die Stammesführer ein Omen erhalten können, das ihnen das Schicksal ihres Clans verrät. Je stärker das Monster, das sie erlegen, desto besser wird es um die Zukunft dieses Clans bestellt sein. Das Suchen solcher Omen ist jedoch ein riskantes Unterfangen. Viele Stammesführer sind an den Monstern zum Opfer gefallen, sind den Monstern zum Opfer gefallen, die sie eigentlich erlegen wollten. Also Azul hat eine ziemlich interessante Tradition. Ja, wir gehen zum Kolosseum, Jude. Und der alte Mann hält uns auch noch ab, da runter zu gehen.
Anscheinend nimmt der Anführer des Gitarrclans dieses Jahr nicht am Turnier teil. Wenn er es täte, wäre ihm der Sieg so gut wie sicher. Hey, weißt du was? Ich habe Karten fürs Finale des Turniers. Ich bin so aufgeregt, dass ich sterben könnte. Ja, weißt du, wir haben da nicht nur Karten, wir wollen dran teilnehmen. In alten Zeiten waren die Turniere so etwas wie ein religiöses Ritual. Heute dagegen haben sie eher den Charakter eines Festivals. Nichtsdestotrotz geht es nach wie vor um die Ehre der Clans. Das hat sich nicht geändert. Was ist hier? Ah, noch ein Aufzug zum Zentralbezirk. Und ein Auftrag. Cool. You're all travelers, right? Have you seen much of the world? Yeah, I'd say we've seen a good bit. Then let me ask you a question. What do you think of extreme spirit climbs that exist throughout this world? Well, nothing really. Extreme spirit climbs are pretty common, right? That may be true. I'm sorry, who are you again? My apologies. I'm a geographer. I've been studying spirit climbs on my travels. During my recent studies, I arrived at a new hypothesis. Und die lautet? Fenmont's Night Climb, Lakutum's Sunset Climb, Kajara's Water Climb, and Bermia's Wind Climb. There may be a common reason for why these climbs all evolved in such radical ways. Perhaps what was once a single uniform spirit climb has become warped by some unknown power. Möglich. So what we consider to be normal may actually be an extreme deviation by historical standards. What an interesting idea. Thank you. Most people say I'm crazy, but it's still just a rough idea at this point. I mean, I can't even postulate the existence of a power so huge it would have that kind of effect on the world. But it's questions like that that lead to scientific progress, right? Please tell us if you find out anything. You got it. Mila, was weißt du darüber? Na gut, dann geht's jetzt auf. Zur Arena. Um zu zeigen, was wir können. Ja, wir wollen mit dem Boot zum Kolosseum fahren. A place where humans fight monsters and each other for amusement. I can almost smell the blood and sweat that permeates these stones. Ja, Mila, du hast recht. Hier in Azul gibt es eine spezielle Gruppe von Geisterarts, die als Bestienkunde bekannt sind. In dieser Kunst lassen sich Monster beherrschen. Damit werden auch die Monster kontrolliert, die im Kolosseum kämpfen. Ich möchte auch am Turnier teilnehmen, aber alle sagen, dass ein Mädchen keine Chance hat. Stimmt das oder sind die nur sexistisch? Woher kennst du das Wort sexistisch, Kleiner? Ach ja, weiter im Text. Dass ich einmal K.O. gegangen bin, das haut mir jetzt ein bisschen alles durcheinander. Ich sag mal so, ein bisschen über eine Stunde mache ich noch. Willkommen im Kolosseum von Shandu. Ich nehme an, ihr seid Besucher aus der Provinz, die hier sind, um das Turnier zu sehen. Macht euch keine Sorgen, wir begegnen sogar den unkultiviertesten Bergvölkern mit Höflichkeit und Respekt. Das war weder sehr höflich noch sehr respektvoll. Ihr solltet wissen, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr euch fürs Kolosseum meldet. Die Teilnehmer sind zwar nicht mehr verpflichtet, auf Leben und Tod zu kämpfen, aber die Kämpfe sind hart wie eh und je und kosten noch immer reihenweise Krieger das Leben. Tja, deren Pech. Bis vor kurzem herrschten noch die Anführer der mächtigen Clans von Kirtal und Long Dao über die
über die hunderte anderer Clans in den vereinten Territorien. Aber Gaius gehört keinem von beiden an. Er brachte die Territorien allein mit seiner Stärke und seinen Führungsqualitäten unter seine Kontrolle. Gaius. Na dann. Let's see what you're made of. We're going to have you fight some of our clan's monsters. Take care. This is strictly practice, of course. But accidents happen. And don't hold back, either. Speak to me again, once you're ready. Kein Problem. Ich bin soweit. This way. Na, was habt ihr im Petto für uns? Oh, now this is what I call an arena. Ja, ganz nette Kampfgröße. Abgründe an den Rändern. Maybe you're a little too into this, Leia? Oh, come on. Aren't you ready to rumble? Let's get ready to rumble! I'm not sure I'd put it like that. Your old wounds aren't acting up, are they? Huh? No. Wunden? It's fine. Now that we're doing this, it's gonna have to heal whether it likes it or not. Was für Wunden? Seelische Wunden, körperliche Wunden. Time to start the test. Are you sure you're ready? Yes, go ahead. We'll be watching from the stands. Das sind doch nur die normalen kleinen Goblins. Na, beeindruckt? Hey, looky here! Flare bomb, onward! Got it! Aerial fire! Flare bomb! Let us move onward. Wenn das eure ganze Prüfung war, war das ziemlich armselig. I was afraid we might have to jump in and rescue you, but clearly that wasn't necessary. Of course not. We're unbeatable. Ich will uns nicht unbesiegbar nennen, nachdem wir gerade in dieser Stromteilwiese waren. My apologies. I guess I underestimated you. Just me? Pretty sure everybody underestimates you. Hey, don't make fun of my friends. Sorry. Tomorrow's tournament will be even more challenging. Ja, das will ich auch schwer hoffen, sonst wäre das kein Turnier. They used to be fought to the death. It was the only way to determine the ruling clan. Whoa. Fortunately, things are different now. The current king of Azul outlawed that old practice. Sounds like the king's a real prince. Anyway, the real test will be tomorrow. Ich möchte endlich mal diesen König kennenlernen. I've gotten you rooms at the inn. Make sure to get a full night's rest. Ich meine, der könnte uns garantiert helfen gegen hier Nachtigall. People here sure get excited about these tournaments. Do you not like competitive sports? Ich glaube, er hat das tatsächlich nur zur Selbstverteidigung gelernt. I don't have anything against them, but I don't get the appeal either. I guess that isn't very manly of me, huh? I don't consider that a bad thing. It definitely defines who you are. The world is far more interesting with people being different from one another. Thanks. That makes me feel a little better about it. But hey, don't get me wrong.
I'm still interested in the tournaments from a cultural perspective. Don't they have some major significance in the history of Azul? Ja, haben sie doch gesagt, die Herrscherklan. Den Herrscherklan bestimmen. The clans have a history of lengthy conflicts and a shared reverence for individual strength. The purpose of the tournaments may be a way to unify the clans under their common belief. Let's hope that belief binds them together, rather than causing more turmoil. So, why build a coliseum up in the sky? To ensure a decisive battle. In the olden days, the loser would be the one who gets pushed out of the ring. Ja, das macht doch Sinn. Wir fahren mit dem Boot. Und dann ist gesagt, wir sollen uns im Gasthaus einquartieren über Nacht. Das werden wir tun. All these statues seem to be of great warriors from eras past. So when I get super strong, you think they'll make a statue of me too? It appears all of the statues in Shandu were carved by hand, without the use of spirit arts. Statue carving served as a part of a warrior's training. They sure had their work cut out for them. Ja, aber das ist nur... Die Stadt finde ich verdammt cool. Und ich finde Azul inzwischen auch richtig cool. Oh, was ist das hier für ein toller Gang? Hier war ich noch nicht. Die Art und Weise, wie wir Götter anbeten, ist ziemlich eng mit unserer Tradition der Ahnenverehrung verknüpft. Oh, Entschuldigung, ist eine Frau. Wenn ihr ein bisschen stark, wenn ein besonders starker Mensch stirbt, wird seine Seele unseren Glauben zufolge als Geist wiedergeboren. Der Tunnel wurde von demselben Clan gegraben, der auch Shandu errichtet hat. Sie verwendeten Geisterarzt und Monsterarbeit und die Fertigstellung dauerte trotzdem noch Jahrzehnte. Irre, oder? Um von hier aus in Azuls Hauptstadt Kanbala zu kommen, müsst ihr den Tunnel nehmen. Trotzdem führt euer Weg auch durch das eisige Mondhochland. Bereitet euch also gut darauf vor. Vor der Vereinigung gab es hier ein riesiges Fallgitter. 10.000 möchtegern Eindringlinge haben hier, wo wir jetzt stehen, ihr Leben gelassen. Wow. Früher war Shandu eine undurchdringliche Festung von einer Stadt. Dieser unterirdische Tunnel gibt euch eine gute Vorstellung davon, wie es gewesen sein muss. Das ist echt eine interessante Sache. Ich sag mal, von da kommst du garantiert nicht so gut durch, als wenn du über eine offene Ebene gehen könntest. Ja, wir übernachten ja im Gasthaus, Jude. Du hast vollkommen recht. Wir müssen den Plot vorantreiben. Aber es ist echt schön hier. Also auf eine komische Art und Weise, wenn man auf sowas steht, so wie ich. Ich sage jetzt nicht, dass jeder das hier unglaublich toll finden muss. Ich mag allein schon die Musik. Also ab ins Gasthaus. Es sollte eine Reservierung für uns vorliegen. Willkommen. Ich nehme an, ihr seid die Gäste des Gitarr-Clans. Herr Jürgen hat sich bereits um alles gekümmert. Soll ich euch auf eure Zimmer bringen? Ja, ich möchte mich ausruhen. You look bright-eyed and ready to fight. Good. Today's schedule is packed. Because of the number of participants, the tournament organizers decided to cram all the fights into one day. Oh, ist kein Problem für uns. One day? Sounds rough. We'll find out how many fights there'll be once today's matchups are announced. When you hear the bell tolling, come to the arena at once. That heralds the start of the tournament. We'll be waiting up at the arena. I guess we have some time to kill. What should we do? I'm going to the plaza. Something's been bothering me.
Oh, I'll come with you. I'll get too antsy just standing around here. Hmm. Maybe I'll tag along too. What should I do? Hey Jude, let's go sightseeing! I want to look around the city too. Oh yeah, you did say this place seems familiar. I shall escort Miss Elise. Will you accompany us? Sure. Und so haben wir uns in zwei Dreierteams gespalten. Don't forget. Race to the arena when you hear the bell. Das ist jetzt natürlich brillant. Wir haben zwei Dreierteams. Das schreit doch geradezu nach irgendwas, was passiert. Na los, was passiert Schlimmes? You didn't come here to examine the debris? It's unimportant. Isla! You seem to have healed nicely. Yep, thanks to you. Kennt man sich? You know Alvin? No. It's fine, Dr. Isla. The good doctor here is actually taking care of my mother. Is that right? She's here in town? Oh, so that's why you have so much local knowledge. Her health's not so good. My father's gone, and I don't have any brothers or sisters. So the doctor keeps an eye on her when I'm away. You just told us more about yourself in 1 minute than you have since we met. Und entweder ist das jetzt ein großer Zufall oder die größte Lüge, die er uns bisher erzählt hat. If you say so, I just want to make her better so I can take her back home. Where's that? Is it far from here? Farther than you can imagine. Well, if there's anything we can do to help, don't hesitate to ask. Sure, yeah, if I think of anything. Jürgen, shouldn't you be at the arena? I had to run an errand. I didn't know you were friends of Isla. Yep. We didn't know you two were friends either. We're more than just friends. Isla's my fiance. Das hatte ich mir jetzt fast erwartet, sowas, so wie die beieinander stehen. Fiance. Wow, congratulations! Thank you. Isla, these people are serving as our clan's champions in the tournament. Is that so? Oh, marriage. I know what that is. Hast du jetzt so lange drüber nachgedacht? May you breed like rats and produce many children that survive childbirth. Das ist der beste Hochzeitswunsch, den ich jemals gehört habe. Danke dafür, Mila. Und da läutet die Glocke. The tournament's starting. I'm sorry. I'd come watch, but I have to work today. That's too bad. Pray for our victory. Los geht's! Wir sind die Champions! Des Kitarre-Clans hieß der, glaube ich, richtig? Kämpft mit allem, was ihr habt. Kämpft in diesem Turnier. Na, wie viele Kämpfe habe ich an einem Tag zu erledigen? Oh, Jürgen, you were with them. Have their companions arrived? Yes, they're waiting. Na dann kann's ja losgehen. Jude, guess what? Was? Jürgen and Isla know each other. They're actually engaged. Ach das, ja, klar. You're kidding. When's the big day?
Come on, stop it, you two. It's not for a while. And get this, Isla is taking care of Alvin's mom. Zufälle gibt's. It really is a small world. Wait, what's wrong with Alvin's mom? No need to worry about her, busybody. What about you? Learn anything about Elise? A little. She seems to have remembered something about her parents. Oh. Und was? Not enough to give us any clues, though. I see. Aber... Playtime's over. We're just about to get started. Das werde ich dann ja sehen, sobald die anderen wieder mit mir spielen, was Elise eingefallen ist. Head to the reception desk when you're ready. We're expecting big things from you. Knock 'em dead. Machen wir. So sind wir, aber vorher wird gespeichert. Die Uhrzeit stimmt nicht so ganz. Ich glaube, ich sollte mal meine PlayStation-Uhr anstellen. Wir wollen beitreten, ja. Dann geht's jetzt los. And now our next combatants, the champions of the Kitaro Clan. Look at all the people. You won't be at your best if you're nervous. Relax. Right. Genau, tretet heraus und zeigt denen, wer wir sind. They're the only combatants who won't be controlling monsters with Beastcraft. Their skills are a complete mystery. This'll either be a short fight or an interesting one. Vielleicht wird's ein kurzer, interessanter. Did he just say monsters? Here come their opponents! Let's do this. Du hast unser Team verhunzt. Oh, ich hasse es, wenn ein Spiel das tut.